Hallo zusammen. Ich bin unterwegs zu meiner ersten Tour dieses Jahr von Mittwoch bis Freitag in Eisenach. Ich habe mich diesmal hier für einen Wohnmobilstellplatz entschieden, der 3 Kilometer vom Zentrum Eisenach entfernt ist, mit Blick auf die Wartburg. Jetzt müsstet ihr sie gut erkennen können. Und dieser Platz hier ist so terrassenförmig angelegt. Ist nicht die Welt, aber ist sehr schön. Super sauberes Sanitärgebäude, was im Preis von 13 Euro inklusive Strom pro Nacht völlig gerechtfertigt ist. Ich werde mich jetzt aufs Rad setzen, Richtung Eisenach fahren und dort dann entscheiden, was es hier zu sehen gibt. Wir haben 4 Grad, schönsten Sonnenschein, kaum Wind, also beste Voraussetzungen. Wenn ihr mögt, bleibt dran. So, hier direkt vor mir ist jetzt in Eisenach nach 4,5 Kilometern das Museum und Predigerkirche steht da vorne. Ein recht imposantes Gebäude, da fahre ich jetzt erstmal weiter dran lang. Ansonsten jetzt bis in der Stadt hier rein. Klar, das ein oder andere schöne alte Gebäude, aber ab hier sollen dann die Highlights so gesehen von Eisenach kommen. Ja, hier nochmal jetzt Museum Predigerkirche mit einer Sammlung mittelalterlicher Kunst in Thüringen. Hier hat man auch noch mal einen Blick schön Richtung Kirche. Also es hat schon was. Hier von dieser Seite hat man noch mal so einen schönen Gesamtüberblick. Bin jetzt ganz bewusst hier in Schatten gegangen. Da sieht man zwar hier links die Häuser nicht so perfekt, aber anders wären zu viel Spiegelungen gewesen. Hier geht es jetzt runter Richtung Lutherhaus und Georgenkirche. So, und hier haben wir die Kirche jetzt auch mal ganz drauf. Eine feste Burg ist unser Gott, steht da geschrieben. Klasse mit dem blauen Himmel. Und direkt hier gegenüber ist das alte Postamt. Und auch hier der Blick nach oben ist super mit den einzelnen kleinen Fachwerkhäusern dazwischen. Von dieser Seite so ein kleiner Schwenk über den Markt. Oben diese Dachkonstruktion finde ich sehr schön, weil das jetzt natürlich auch in der Sonne so schimmert. Und hier stehe ich jetzt vor dem Stadtschloss Eisenach, was vorhin diesen imposant schimmernden goldenen Kranz auf dem Dach hatte. Da gehe ich jetzt mal kurz rein zu der Touristinfo. Ich habe zwar einen Reiseführer mit bei uns aus der Stadtbücherei, aber hier gibt es ja immer so kleine kompakte Flyer. Da schaue ich mal eben nach. Das ist das Schöne in diesen kleinen Gassen mit diesem ganzen Fachwerk da oben dran. Das gleiche hier in der Fußgängerzone entlang auch. Jetzt stehe ich hier am Karlsplatz mit einem wunderbaren Blick hier. Hier jetzt direkt vor mir ist das Lutherdenkmal. Wie schön ist das denn? Hier gibt es sogar noch oben Weinrestaurant, die Turmschenke drin. Ne? Das nenne ich mal Weintrinken mit Stil. Auch von dieser Seite nicht ganz zu verachten, auch wenn die Schilder jetzt gerade davor stehen. Das ist hier wieder kreuz und quer durch Eisenach, Hotel Kaiserhof. Ja, hier wird jetzt viel gebaut, aber ich fahre gerade schön zu auf diesen historischen Bahnhof oder Hauptbahnhof von Eisenach. Die haben ja auch immer ihren besonderen Charme. Oh, jetzt muss ich glaube ich gleich mal in die andere Richtung fahren, weil das sieht schon nach Ortsausgang aus. So,
Nur im ganzen Stadtbereich sind auch überall so kleine, schöne Freiflächen, wie so Miniaturparks. Im Sommer bestimmt schön. Oder noch schöner als jetzt. Ja, während ich hier so durch Eisenach bummel mit meinem Fahrrad, komme ich hier am Bachhaus Eisenach vorbei. Und zwar ist das das Bachhaus von dem Johann Sebastian Bach. Muss man natürlich auch kurz anhalten. Ja, solche Farbflecken hier finde ich auch sehr interessant. Es steht leider nichts bei, wird auch irgendein Kunstprojekt gewesen sein. So, hier geht's jetzt hoch, wo der flotte Wagen hier gerade um die Ecke gepäst ist. Und zwar Richtung Wartburg. Und das Schild gefällt mir nicht so gut. 13% Steigung, aber lass langsam gehen, wird's wenigstens nicht kalt. Heidewitzka, für die erste Tour dieses Jahr sind so 13% doch schon fordernd. Aber da will ich hin. Und das klappt. Dort oberhalb von mir schimmert schon das Dach von der Wartburg schön in der Sonne. So vereinzelt kleine Felsen, die hier rausstehen. Ah, das kann schon schön sein. So, jetzt in der ersten Februarwoche, das Wetter passt. Schon nicht schlecht. Und das soll morgen leicht bewölkt sein und Freitag auch noch mal so wie heute. Ich hoffe, das bleibt so. Hier werde ich jetzt, glaube ich, den Weg hinter der Leitplanke nehmen. Da hinten stand vorhin eine Ampel, aber die war noch grün, wo ich da mit dem Fahrrad durch bin. Wir sind wahrscheinlich nicht auf solche langsamen Fahrer ausgelegt. Aber geht so auch. Ach, da hinten ist schon die nächste Ampel zu sehen. Halb so wild. Was auch schön zu sein scheint, ist der Wanderweg, der hier hochführt. Der ist immer mal wieder parallel hier zur Straße. Und der führt so richtig schön durch den Wald unten. Vielleicht mit dem Mountainbike auch ganz gut zu fahren. Aber da gab es ja auch so ein paar Single Trails, die man zwischendurch schon erkannt hat. Auch ganz nett. Oh, hier ist auch wieder was. Ja, das wird irgend so eine wassertechnische Sache sein. Gehe ich erstmal von aus. Steht leider nichts weiter. Wartburg, UNESCO-Welterbe, willkommen. Mal gucken, was die Raubritter jetzt wollen, wenn man hier durch möchte. Ob es nur um Parkplätze geht oder auch um Fußgänger und Radfahrer. Ja, ist super gelaufen. Hier war eine ganz nette Dame, die sagte, das Fahrrad könnte ich doch hier vorne anschließen. Dann hat sie es auch im Blick. Und ich könnte dann hier natürlich so rein, ohne zu zahlen. Weil die Wanderung hier zur Wartburg hoch, die ist kostenlos. Und wenn man hier runterfährt, kommt man nur einmal im Kreis und kommt im Grunde hier wieder raus, wo der Audi gerade kommt. Ja, hier ist noch mal kurz so eine Schautafel, was es alles gibt. Aber das werden wir jetzt auf dem Weg nach oben ja selber entdecken. Ja, die Dame sagte mir, wenn man hier hochgeht, sind das, ich glaube, 250 Stufen oder sowas. Ich glaube, 250 hat sie gesagt. Ich war nicht ganz bei der Sache, weil ich mich schon innerlich gefreut habe, dass man keinen Eintritt zahlen muss. Werde jetzt hier gemütlich hochgehen. Bei dem Wetterchen. Echt schönster Sonnenschein, unglaublich. So, hier ein Blick auf die Gastronomie. Schön Wintergarten. Aber alles geschlossen. Und hier geht es jetzt so geschlängelt weiter nach oben. Aber bevor es ganz hoch geht, hier ein Blick über Eisenach. Und ihr werdet es nicht glauben, ich sehe mein Auto in der Sonne glänzen. Ich stelle mal die Kamera hier ab und versuche das mal so ranzuzoomen, wie es möglich ist. Da bin ich mal gespannt, ob das geht. Unglaublich. Da ist das Solarfeld. Und ganz rechts das Solarfeld.
Und da steht der silberne Bulli. Das ist meiner. Und das auf die Entfernung. Nicht schlecht. Mal wieder rausgehen aus dem Zoom. Dann hat man mal ein Gefühl, wie weit das ungefähr weg ist. Schon nicht schlecht, oder? Aber mir geht es eher um den Blick, der hier rüber geht. Da sind noch so ein paar schöne Anwesen zu sehen. Die werde ich heute und morgen noch in Angriff nehmen. Hier schön zwei von den alten Geschützen. Und auf der Seite aber wieder gegen die Sonne. Die meiner Meinung nach wunderschöne Wartburg. Ja, von hier haben wir nochmal den perfekten Aussichtspunkt. Ich schwenke jetzt einmal hier so komplett rum, damit man auch mal sieht, wie viel Wald hier eigentlich ist. Man muss zum Wandern nicht unbedingt immer ins Ausland oder sonst was, habe ich ja schon oft gesagt. Und werde jedes Mal wieder daran erinnern, wenn ich sowas hier sehe. Wenn man nicht unbedingt klettern will, reicht das hier vollkommen aus. Jetzt gehe ich dann hier Richtung Zugbrücke und mal durch den Bogen durch mit euch. Ich hoffe mal, das passt vom Licht. Hier draußen mit dem Hellen und dem Dunkeln jetzt hier rein. Aber hat schon was. Eine schweren Tore. Hier geht's richtig rein in die Burg jetzt. Wunderschön. Und noch gar nicht so überlaufen. Ist immer das Gute so unter der Woche. Hier sieht man schön, das ist ein Taubenschlag. Und die gehen da auch alle noch rein ins Gebäude und raus. Sieht ein bisschen beschissen aus, aber hat halt Burgcharakter. Ja, hier geht's durch den nächsten Bogen. Hier kommt der nächste Innenhof. Wunderschön. Na, da kann man noch mal rausschauen. Hier ist auch so eine Modellanlage. Das finde ich ja in den Städten auch immer so schön, wenn man das sieht. Wo dann noch mal alles haarklein beschrieben ist. Unter anderem auch wieder in Blindenschrift hier unten. Finde ich auch klasse, dass das mittlerweile Standard ist. Dort ist das Burgcafé drin. Und da haben wir so einen kleinen Burgturm nochmal. Eine sehr schöne gepflegte Anlage hier. Direkt vor mir ist jetzt die Zisterne. Damit die hier auch immer genug Wasser hatten. Ja, jetzt so ein kleines Stück unterhalb der Burg, beziehungsweise direkt unter der Burg, ist Bauhütte und Bauplanung. Und da ging es darum, dass hier mehr oder weniger alles vor Ort von den Schmieden und anderen Baugewerken, alles vor Ort ausgeführt werden konnte. So wie hier der Schmied tätig war. Ich hoffe, man erkennt das. Das blendet alles sehr hier. Jetzt gerade mit der Sonne. Aber ist schon klasse zu sehen.
Jetzt geht's hier entlang der Burg über so einen schön gepflasterten Weg mit auch durchaus schöner Aussicht, wie ihr vielleicht sehen könnt. Hier ist das auch nochmal schön erklärt, dieser Tugendpfad, auf dem ich mich gerade befinde, auf Veranlassung Karl Alexanders von Sachsen-Weimar-Eisenach, des Wartburg-Erneuers. Erneuerers in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde der Tugendpfad an Süd- und Westseite der Außenmauern angelegt. Er galt als Lieblingsweg des Großherzogs als sein Privatbereich, von dem er die herrliche Aussicht in die wildreichen Thüringer Wälder genoss. Vom Inselberg bis zum Hohen Meißner, von der Hohen Sonne bis zum Herrenhaus Klausberg schweift der Blick durch die Wartburg. Harmonische Natur. Kann man so stehen lassen. Hier geht es jetzt rein zur Ausstellung des alten Werkzeugs. Gleich hier am Anfang dieser riesen Blasebalg in groß. Die verschiedenen Schmiedwerkzeuge wie Hakenzangen und Schrotthammer, Schüreisen, Zufasszangen, der Maurerhammer, Lot, da unten Eisennägel und Hufeisen, die verschiedenen Keilhammer, Klöpfel zum Treiben verschiedener Steinmetzeisen und Stangenbohrer. Schon sehr interessant. Auf dieser Seite ist nochmal eine Trummsäge oder Schrotsäge. Also der Besuch hier lohnt sich wirklich. Und das, was ich euch jetzt gezeigt habe, ist alles kostenlos. Wie ihr vielleicht sehen könnt, sitze ich jetzt in meinem Bulli. Ich habe gerade noch den Einkauf gemacht. Hatte nämlich ganz vergessen, irgendwie noch Essen einzupacken. Und Getränke hatte ich auch nur eine Flasche mit. Habe ich jetzt auch mal eine geholt. Die 1,5 Liter werden bis morgen reichen über Nacht. Ja, ich habe hier wunderbaren Blick weiterhin auf die Wartburg mit der untergehenden Sonne. Leider hier rechts hinter diesem kleinen Gebäude. Aber so im Großen und Ganzen ist das hier ein sehr angenehmer Platz. War eine gute Idee, diesmal nicht frei zu stehen für die kurze Zeit, sondern hier so einen Platz nehmen mit allem Komfort wie Toilette, Dusche, Strom, was so dazugehört. Ich werde den Abend jetzt ausklingen lassen hier mit ein bisschen Lesen und auf die Wartburg schauen, wie sie beleuchtet ist. Ich werde versuchen, davon noch ein paar Bilder zu machen und die hier noch anhängen. Ansonsten würde ich sagen, das war's. Macht's gut, euer Markus. Und denkt dran, kurz dranbleiben, falls die Bilder noch hier hinter sind.